Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite, back again with another item shop video. Today is June 10th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. And today I talk about how it seems like the PlayStation just gives all the good stuff in terms of exclusive skins. Definitely check out that video if you want. And if you want to support me in the item shop today, make sure you use code iTalkFortnite if you do want to support me. Oh boy, Hazard Agent is finally back. Two edit styles, comes with the backplane Contagion, two edit styles, and yeah, we're buying it. These skins have not been out in quite some time. Toxic Trooper is also back with two edit styles, Boom and Boom, and Pathogen, the back bling. Again, these have not been out in a good while, honestly. Aura is back. I know a lot of people have been wanting this skin to come back. Same with Guild. I love these skins. They're really good. We got a new wrap called Ripple. Ooh, cycle through the models really quick. That is really nice, actually. Wow. I dig it. We're going to buy it. Okay. Meltdown Glider. Hasn't been out in a while, but I don't like it. Smooth Moves emote. By the way, the Toxic Trooper and the Hazard Agent, they're not super bulky either. Autocleave, don't like it. Noir is back with the Backbling Clue Finder, okay. Recon Specialist is back, okay. See it kind of often. And the Dab is also back. And that'll be it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Zu Beginn erstmal direkt hier der Gewinner von gestern. Ich habe ja gestern wieder 1000 V-Bucks verschenkt. Den Gewinner seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Und dann klicken wir direkt mal auf den heutigen Okay, das hat lange geladen. Auf den heutigen Shop drauf, wo wir einen neuen Emote drin haben. Und zwar den Gitarrengang hier auf der rechten Seite. Es ist ein cooler Emote, denn er ist sogar ein Fortbewegungs-Emote. Fangen wir erstmal an auf der linken Seite, und zwar der Oblivion-Skin. Dazu der recht ähnlich aussehende Criterion. Kommen wir mal zusammen. Halt der in blau-orange. Dann gibt es noch den Terminus wie immer drin. Finde ich ganz cool, so futuristische Skins gehen auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir wieder den Powercord-Skin. War mal einer der seltensten Skins. Es gab ja dann ziemlich viel Aufregung, als der dann zurückkam. Aber ja, ansonsten finde ich das auf jeden Fall ein ganz cooler Skin. Diese Gitarre hier ist halt ziemlich nice. Der Backpack ist also ein bisschen special. Dazu wie immer die Anarchie-Hacke. Ja, wo der Sound so ein bisschen besonders ist. Und es ist noch der Stage-Dive-Gleiter. Eigentlich auch mit einem ganz coolen, etwas außergewöhnlicherem Design. Dann kommen wir zum Omen-Skin. Den Skin selbst feiere ich nicht so. Auch der Mantel ist nicht ganz so meins. Die Hacke dagegen finde ich eigentlich ganz cool. Diese Orakel-Hacke mit diesem leuchtenden Orb hier drin. Auch wenn der Sound, glaube ich... Ja... Ja, der ist leider nicht so krass, aber das Design gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Kommen wir dann schon zur rechten Seite. Lasst natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir heute wieder die 5000 Likes oder 5100 sogar. Mal schauen. Und dann, ja, fangen wir an auf der rechten Seite. Nämlich mit dem Tech-Kommando-Skin oder Tech-Kommando, je nachdem, wie man es aussprechen will. Den Skin finde ich ganz cool, dieser Kondensator. Da gibt es ja diesen Piloten, der einen ähnlichen hat. Da muss ich sagen, finde ich den vom Piloten cooler. Der zeigt ja, glaube ich, nämlich die Kills an. Beide schon ähnlich aus, der andere sogar in schwarz. Würde ich eher warten, ja, bis dieser Piloten-Skin wieder kommt. Wenn ihr es jetzt nur wegen dem Backpack holen würdet, würde ich, wie gesagt, eher warten. Und dann, ja, kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages, und zwar zum Gitarrengang. Wie gesagt, mit einem kleinen Special, und wir schauen uns einfach mal direkt an. Ja, ist ganz okay, aber für mich besonders nur deswegen, weil er halt diesen Fortbewegungseffekt hat, also dass man sich mit dem Emote, während man ihn abspielt, über die Map bewegen kann. Finde ich ihn auf jeden Fall ganz cool. Ich mag ja solche Fortbewegungseffekte, und ich hoffe, es werden auch noch mehr kommen, weil das ist mal eine echt coole Neuerung, die Fortnite da hinzugebracht hat. Ich werde auch heute wieder 1000 V-Bucks verschenken an all meine Abonnenten, deswegen, falls ihr heute 1000 V-Bucks gewinnen wollt, um euch hier zum Beispiel den Gitarrengang oder was anderes Neues zu holen, dann einfach nur abonnieren, also diesen Kanal hier abonnieren, denn ich verschenke das nur an meine Abonnenten, also einfach kurz runterscrollen unten. Abo da lassen und dann heute mal ein Hashtag Gitarrengang in die Kommentare schreiben, so wie der Emote hier heißt. Gitarrengang in die Kommentare, wenn ihr quasi heute 1000 V-Bucks gewinnen wollt. Jupp, das war's dann. Ah, nee, war's noch nicht. Da haben wir erstmal noch den Munitionsfeuer. Ich wollte schon fast beenden. Cooler Skin für 800 V-Bucks, auf jeden Fall ziemlich fresh. Dann haben wir Stumpfi drin. Fand ich eigentlich ganz lustig, vor allen Dingen, weil es ja so ein bisschen Groot-ähnlich war, weil die Hacke sogar zu diesen Marvel-Zeiten rauskam.
Goldschuppen, eine der größten Fehlinvestitionen aller Zeiten. Holt euch sie lieber nicht. Sie schaut hier zwar in der Übersicht noch ganz cool aus und so golden, aber in-game ist sie viel weniger golden, als sie hier ausschaut und ist dann halt nur sehr, sehr dunkel und nicht besonders schön. Also mir hat sie zumindest jetzt nicht so gut gefallen. Dann haben wir als letztes noch den Shaolin Sit-Up, wo man dann ewig lang in so einer Pose bleibt. Ja, 200 ist okay. Ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Jetzt aber, wie immer, lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Ich zeige euch jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop, damit ihr hier keine neuen Skins in Fortnite mehr verpasst. Nie wieder auch nur einen Skin, wenn er rauskommt. Oder einen neuen Emote wie heute zum Beispiel. Also ja, einfach abonnieren und wie gesagt, ein Hashtag Gitarrengang in die Kommentare schreiben, wenn ihr da heute ein paar V-Bucks gewinnen wollt. Ansonsten, tragt gerne Creator Code Stocks hier ein, damit ich weiter hier so coole Gewinnspiele machen kann. Davon bezahle ich das nämlich. Ich werde heute auch wieder Kostengeld machen. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne nachher mal rein. Ich weiß noch nicht genau wann, weil heute ist ja Pfingsten. Heute ist Pfingsten, oder? Ich glaube, heute ist Pfingsten. Schaut gerne nachher einfach mal vorbei. Ich mache wieder Custom Games mit Preisgeldern. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch da zu sehen. Und dann bis nachher. Tschüss!